Hier geblieben. Luise. Komm, lass doch noch jung. Und noch ein bisschen Spaß haben. Danke, dass du so schnell gekommen bist, Mann. Ich wollte dich nicht so früh wecken, aber an Mel kann ich jetzt gerade nicht ran. Geht's um Luise? Ist alles okay? Warst du kurz angebunden? Ja, weil ich dir nichts am Telefon erzählen wollte. Ich mache mir Sorgen um Luise, Mann. Sie ist nicht mehr gekommen und sie geht auch nicht an ihr Telefon. So sauer ich natürlich immer noch auf Luise war, so doof war auch mein Bauchgefühl. Ja. Keine Ahnung, die hat bestimmt bei Lina geschlafen und ist jetzt von da aus auf dem Weg zur Schule, oder? Also wo soll sie sonst sein? Ich kann mich daran erinnern, dass sie gestern gestritten haben. Die haben sich in die Haare, Mann. Und ich habe sie auch angerufen. Sie ist nicht ans Telefon gegangen. Die haben sich doch bestimmt schon längst wieder versöhnt. Ey, du weißt doch, wie das ist bei Mädels in dem Alter. Ja, ich würde es mir wünschen. Aber ich kann sie gerne auch noch mal anrufen, wenn mich das beruhigt. Es wird schon nichts Schlimmes sein. Vielleicht geht sie bei dir ran. An mir geht's auch nicht ran. Ja, toll, ey. Aber ey, es wird schon nichts Schlimmes. Ey, die, keine Ahnung, die sind bestimmt schon auf dem Weg zur Schule, sitzen im Unterricht oder vielleicht hat Lina auch Luise verboten ans Handy ranzugehen. Oder Luise Lina verboten ans Handy ranzugehen. Im Endeffekt, es ist egal, wir wissen es jetzt nicht. Und ich finde, es wäre richtig, wenn wir vielleicht nach ihr gucken würden. Schau mal, Mel liegt im Krankenhaus. Ich kann ihr nicht davon erzählen und sie braucht ihre Ruhe. Und irgendwie denke ich, dass wir es ihr schuldig sind. Ich meine, soll man nicht mal mehr kommen? Dann lass uns direkt zur Schule fahren und öffnen. Danke, mal sicher zu. Danke, wirklich. Es tut mir echt leid, der ganze Stress jetzt, aber. Reinspaziert in die gute Stube. Vielen Dank, Mandy. Super, einfach raus. Okay. Die Nacht mit Rocco und Leon war eigentlich ganz cool und hat mich wenigstens so ein bisschen von der ganzen Kacke mit Noah und so abgelenkt. Und davon, dass einfach die ganze Welt keinen Bock mehr auf mich hatte. Einfach jeder war genervt, abgefuckt und enttäuscht von mir. Sogar Lina. Oh. Ey, meinst du, ich kann hier ein bisschen auf der Couch pennen? Ich bin echt fertig. Pennen? Die Party fängt doch gerade erst an. Ich dachte, wir hatten so gut verstanden. Ja. War doch ein mega Abend. So, Leute, Nachschub ist da. Jawohl. Geile Mission. Ja, Mann, richtig nice. Was trinkst du? Boah, ich bin ehrlich, ich trinke erstmal gar nichts. Also, ich bin echt noch. Ich habe echt genug. Komm schon. Ist alles da. Komm, wir trinken jetzt noch einen. Wir trinken noch einen. Komm. Die Nacht ist noch jung? Ich brauche die Nacht. Nee, also. Riese, ich muss sagen, schon. Ich bin echt schon fertig. Und wenn ihr jetzt noch weiter trinken wollt, dann will ich euch nicht den Spaß verderben. Macht das gerne. Machst aber, du nicht, keine Sorge. Aber ich bin raus. Bleib also, doch hier. Ich glaube, nee. Ich bin mal weg. Hier geblieben. Luise. Komm, lass doch noch jung. Und noch ein bisschen Spaß haben. Komm, wir feiern noch ein bisschen. Soll das schon gehen? Das gehört sich so nicht. Ja, okay. Dann feiern wir noch ein bisschen. Geht doch. Jawohl, auf geht's. So. Was magst du trinken? Ja, einfach so eine Mische. Eine Mische? Wir wollen eine geile Mische. Ich muss mir mal ganz kurz aufs Klo. Wo ist ja. Die Toilette? Erste Tür war draußen rechts. Okay. Ja. Fall nicht hin. Das war schon etwas spooky. Ich wollte halt nur nicht direkt in Panik ausbrechen. Aber dass mein Akku dann leer war, also da bin ich schon ein bisschen nervös geworden.
Okay, das ist natürlich scheiße, wenn du keine Infos Jungs, hast. Jungs, es tut mir so leid, ich kann euch da leider echt nicht weiterhelfen. Aber ich habe ja deine Nummer, dann würde ich dir auf jeden Fall schreiben. Danke dir. Ja, okay. Kein Problem. Also, wenn du was von ihr siehst, hörst du. Trotzdem danke. Mach ich auf jeden Fall. Danke, ciao. Ciao. Huh. Schlecht, Mann. Was machen wir denn jetzt? Selina. Hey. Hi. Hat Luise bei dir geschlafen? Nee. Weißt du, wo Luise ist? Nee, wir haben uns total gestritten. Warum soll die bei mir pennen? Okay, hast du sie in der Schule gesehen? Irgendwas? Nein. Nichts von ihr gehört? Nee, sorry. Wann hast du das letzte Mal mit ihr geschrieben? Hat sie dir gesagt, was sie da machen möchte oder wo sie hin will? Gar nichts? Absolut gar nichts. Ja, cool. Tut mir leid. Trotzdem danke. Nachdem wir dann auch noch erfahren haben, dass Luise nicht in der Schule aufgetaucht ist, war ich endgültig besorgt. Ich meine, 17-Jährige, die richtig viel Scheiße gebaut hat, die sich mit ihrer besten Freundin zerstritten hat und das Handy war auch noch aus. Ich meine, kein gutes Zeichen, oder? Hey, Luise! Wo bleibst du? Hast du ein Spiel holen? Ja. Was machst du denn da? Komm. Mir ist irgendwie richtig schlecht und ich würde gerne einfach nach Hause. Ach, papalapa, bleib schon hier. Könnt ihr nicht kurz aufschließen? Nein. Kannst auch hier schlafen, komm. Hier schlafen, wir haben ein gemütliches, warmes Bettchen. Ja, Mann. Keine Sorge. Ja, komm, wir trinken jetzt noch. Hol sie mal wieder rein. Sei mal ein Gentleman. Wir machen jetzt noch ein bisschen schönen Abend. Trink euch noch ein, zwei Bierchen. Dann passt es schon, oder? Yeah. Setz dich. Mach's dir bequem. Ja, sind doch alle hier. Wir sind doch alle Freunde. Wir ist auch da. Jawohl. Willst du vielleicht ein anderes Lied anmachen? Entspann dich mal. Anderes Lied? Ja, okay. Entspann dich mal. Gefällt dir nicht, oder was? Hm. Okay. So, ganz entspannt. Ja, Mann. Deine süße Lied. Ja, Mann. Das war willst du vielleicht kurz Wasser holen? Das irgendwie habe ich richtig Durst, weil mir richtig schlecht willst ist. Wasser? Ja, klar. Ja. Klar, hol ich dir von hier. Entspann dich doch mal, Süße. Hm? Willst du vielleicht kurz das Fenster ganz aufmachen? Ist dir heiß oder was? Ja. Problem. Wieder eingefallen, dass Ben mir ja vor ein paar Tagen einen Zettel mit seiner Nummer zugesteckt hat, damit ich ihn in der Schule abgebe, falls irgendwas ist, weil May ja momentan nicht erreichbar war, weil sie ja im Krankenhaus war. Und es war mal ausnahmsweise ein Glücksfall, dass ich den Zettel nicht abgegeben habe. Und ich habe einfach nur gehofft, weil der Zettel jetzt nicht mehr so gut leserlich war, dass Ben die Nachricht, die ich ihm geschickt habe, erhält, also meinen Standort, und auch richtig interpretiert. Wo sollen wir denn jetzt nach ihr schauen? Hast du noch eine Idee? Ich hab keine Ahnung, ey. Ist das leer? Also komisch. Ich suche jemanden Standort von einer Nummer, die ich nicht kenne. Wahrscheinlich verwählt oder so. Falsche Nummer. Verwählt? Ja. Ey, das kann doch kein Zufall sein. Jetzt so wie Luise. Das ist doch bestimmt Luise, oder? Wer soll die sonst jetzt einfach so einen Standort schicken? Meinst du? Ja, also. Ey, machen wir mal keine Angst. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen, wo wir nach ihr schauen sollen. Deswegen lass uns einfach mal dahin. Wir haben ja nichts zu verlieren, oder? Okay, lass hin. Ja, okay, komm. Warte. Ich hatte einfach gehofft, dass Luise hinter dieser Nachricht steckt. Und dass das ein Hilferuf sein könnte, den sie mit dem Standort geschickt hat. Ja, aber ich wollte noch nicht so viel drüber nachdenken. Ich habe einfach nur gehofft, dass wir sie gesund und munter dort antreffen und nicht in Gefahr. Boah, ich dachte, ich muss kotzen, aber musste ich nicht. Also, wir können weiter feiern. Ja? Also, wir schätzen. Gibt's noch vier? Natürlich. Ja. Sehr. Ich hatte schon das Gefühl, dass ich die beiden Arschlöcher noch so ein bisschen hinhalten konnte. Aber die beiden wurden einfach immer unberechenbarer und ich habe echt richtig Schiss bekommen. Und gefällt dir, ne? Ich hab's drauf angewusst, was du nicht willst.
Was machst du denn jetzt, Alter? Ich will das D-Strip nicht. Halt das Maul, Mann, sie will noch mich. Ja, ich weiß es doch. Du deinen Maul, Alter. Ich weiß es doch. Ich hatte wirklich keine Ahnung mehr, wie ich die Typen noch irgendwie aufhalten sollte. Ich wusste, dass irgendwas Schlimmes passiert, wenn Ben nicht bald hierher kommt. Keine Ahnung, dann ruf sie noch mal an. Ich hab sie zehnmal an. Hörst du die Musik? Ja, frag da mal, komm. Mal gucken, vielleicht ist sie hier. Nee. Alles in Ordnung? Was wollten die von dir? Haben die sich angefasst? Da muss ich gekommen sein. Wir gehen erstmal nach Hause. Ey, lass euch, mach langsam. Das war schlecht, ey. Ich war einfach nur unglaublich erleichtert, dass wir Luise noch rechtzeitig gefunden haben, dass sie nicht zugestoßen ist. Mann, was für kleine Arschlöcher. Dass sogar Noah mit dabei war. Ich war noch nie glücklicher, die beiden zu sehen. Hey. Ist alles okay? Ich meine, also was soll okay sein bei mir? Also, ist halt gerade einfach alles scheiße. Aber hey, danke. Also ich kann mich wirklich bei euch beiden gar nicht genug bedanken. Das war echt total nett, dass ihr mich da gerettet habt. Ich will gar nicht wissen, was hätte passieren können, wenn ihr nicht gekommen wärt. Hauptsache, dir geht's gut. Mann, ich hab mir so eine Sorge gemacht um dich. Zum Glück haben diese Typen dir nichts angetan. Ja. Die waren krass drauf. Echt. Es war krass, dass ihr beide da, vor allem Noah, dass du da warst. Ich meine, ich hab deine Beziehung mit meiner scheiß Lüge komplett zerstört. Und ich weiß, was ich da getan habe und es tut mir unfassbar leid. Ich meine, Mel liegt jetzt auch noch wegen dem ganzen Streit im Krankenhaus. Und keiner kann zu ihr außer Ben. Es tut mir alles so leid, wirklich. Ja. Naja, es war echt krass heute. Lass uns das vielleicht einfach für den Moment vergessen und leg dich hin und ruh dich aus und mach dir keinen Kopf, okay? Ja. Ja? Ich glaube, ich schlafe echt mal eine Runde. Danke euch wirklich. Ist gut. Mir war schon klar, dass Noah mir jetzt nicht direkt wieder verzeiht. Aber irgendwie hatte ich trotzdem das Gefühl, wir könnten auf einem guten Weg sein. Ich wollte einfach nichts mehr, als dass Mel und Noah mir verzeihen. Nicht nur für sie ein krasser Tag heute, ne? Ich glaube, ich mache mich mal auf den Weg und gehe jetzt. Hey. Wie soll das alles jetzt weitergehen? Mann, ich weiß doch auch nicht. Ich kann ihr einfach nicht alles verzeihen. Mann, wegen ihr liegt Mel im Krankenhaus. Wegen ihr ist unsere Beziehung am Ende. Es ist einfach viel zu viel passiert. Ich hoffe einfach, dass wir irgendwie eine Lösung finden und dass du nicht alleine die Verantwortung tragen musst für sie. Wir sehen uns. Ciao. Ciao. Eigentlich wurde mir an dem Tag nur noch viel bewusster, wie viel Stress Luise in das Leben von Mel und mir gebracht hat. Das soll jetzt nicht böse klingen. Natürlich war ich total happy, dass Ben und ich sie retten konnten. Aber mir war einfach klar,
dass es mit Luise immer und immer wieder Ärger geben wird und vermutlich für immer scheiße bleiben würde. Martha ist eben in Deutschland gelandet und sie möchte dich nach Afrika nehmen. Und ich habe auch leider jetzt erst gecheckt, dass ich hier in Köln bei dir und Mel einfach die schönste Zeit hatte. Irgendwie tat mir Luise total leid. Daniel ist uns über den Weg gelaufen, sturzbetrunken, hat sich total daneben benommen. Da fällt mir eigentlich nur eine Sache ein. Ablenkung. Was macht die Unis? Aaron war schon ein Schnuckelchen, würde ich sagen. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Gerade eben flirtest du da noch komplett mit mir? Und jetzt? Und jetzt bist du mit deiner Eulen hier, mit deiner Freundin oder wer auch immer das ist. Ja, Daniel, du bist einfach ein Arschloch. Ich bin Aaron, okay? Es ist nahezu ausgeschlossen, dass wir auf natürlichen Weg Kinder zeugen können. Aber da Nina erst vor ein paar Monaten schwanger war, hätte ich auch niemals daran gedacht, jetzt mit Platzpatronen zu schießen. Was ist denn, wenn sie einen anderen Typen gehabt hat?